Diese eine Organisation, die sich seit Jahrzehnten unter Türkei-Ständigen organisiert. Die Probleme der Türkei-Ständigen sind die gleichen wie die von allen anderen auch. Nur sind wir Opfer von sozialer Ungerechtigkeit betroffen. Hinzu kommt Rassismus und die Polarisierung durch die Politik der Türkei, die hierher getragen wird. Entweder bleiben wir als Türkei-Ständige Zuschauer von dieser Situation oder wir organisieren uns und kämpfen gemeinsam. Und genau das müssen wir tun. Wir Werktätigen mit und ohne Migrationshintergrund, wir Jugendlichen und Frauen können uns organisieren und gemeinsam die rechten Kräfte zurückdrängen. Wir können uns wehren und die Kriegs- und Krisenpolitik der Regierung bekämpfen. Lasst uns gemeinsam kämpfen für eine gerechte Welt, internationale Solidarität und Gleichberechtigung. Kämpfen wir für unsere Zukunft, für unsere Jugend. Gemeinsam sind wir stark. Danke. Solidarität heißt Widerstand. Kampf mit Faschismus in jedem Land. Die Jugend von heute ist die Jugend der Schuldenbremse. Sie kriegt dafür kein Angebot außer einem neu aufgelegten, abgestorbenen und dummen Nationalismus. Das Schlimme ist, nach den Jahren der Vereinzelung in der Corona-Pandemie fällt die ideologische Zurichtung und Brutalisierung des täglichen Umgangs auch zwischen Kindern und Jugendlichen auf fruchtbaren Boden. Wir Verbände haben jetzt auch mal, abgesehen von uns jetzt als Arbeiterinnenverbände,
Yeah.